Wir sagen ja auch nicht, dass sich die Sonne und der Mond verfinstert haben wegen der Geburt oder Tod von irgendjemandem. Im Gegenteil, die Nicht-Ahmadiyya-Sunniten behaupten mit dem Anspruch der neuen angeblichen Finsternisse, die 1981, glaube ich, geschehen sind, dass darauf der Imam Mahdi geboren werden würde, und dieses widerspricht dem Hadith. Aber die Zeichen der Finsternisse haben sich manifestiert als ein Zeuge für den Imam Mahdi, so wie der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam es ebenfalls vorausgesagt hat. Die Finsternisse wurden nirgends als Zeichen Allahs geleugnet, weder im Koran noch im Ahadith, noch in anderen Büchern Allahs. Hazrat Asma radiallahu anha berichtet, dass als sie einmal die Menschen beten sah, sich Hazrat Aisha radiallahu anha zuwendend fragte, was los sei. Diese zeigte mit den Fingern in Richtung Himmel zu den Finsternissen. Hazrat Asma radiallahu anha fragte, ist darin ein Zeichen? Hazrat Aisha radiallahu anha nickte mit dem Kopf. Bemerkenswert ist auch, dass keine Gelehrten der Vergangenheit einen Widerspruch darin gesehen haben, dass sich die Sonne und Mond für den Anspruch des Imam Mahdis ereignen sollen. Weder die frühen Gelehrten des Wahhabismus, Salafismus, noch sunnitische Gelehrte, noch schiitische Gelehrte. Und diese Tatsache heute noch in Nicht-Ahmadiyya-Muslim-Büchern und Websites aufgezeigt wird. Wir kommen zu einem weiteren absurden Einwand. Es wird der Einwand erhoben, dass die Zeichen der Finsternisse vor dem Imam Mahdi alayhi salatu wasalam stattfinden sollen und nicht nachdem Allah den Imam Mahdi gesandt hat. Es wird von Beschuldigern der folgende Beweis vorgezeigt. Da diese Prophezeiung so oder so nicht auf Mirza Ghulam zutreffen, die Ahmadiyya gibt an, dass diese Finsternisse während der Lebenszeit ihres Führers geschehen waren, und wir laut eines Hadith feststellen können, dass die Finsternisse vor der Ankunft des Mahdi geschehen werden. Was nicht gezeigt wird, ist die ganze Quelle dieser Aussage. Die ist nämlich Muhtasir Tazkira al-Qurtubi, Seite 148 von Al-Qutbu Rabbani Sheikh Abdul Wahhab Sharani. Abdul Wahhab Sharhani war ein Mystiker, und in seinem Buch Muhtasir Tazkira hat er selbst zusammenfassend erläutert. Die Originalworte des heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam jedoch enthalten aber eine solche Aussage nicht. Ein interessanter Punkt ist, welches der Beschuldiger beim Erheben seines Einwandes nicht beachtet hat, ist der, dass Abdul Wahhab Sharhani auch der Meinung gewesen ist, dass der 12. Imam der Schiiten der Imam Mahdi ist und seit seiner Geburt angeblich bis heute noch lebt. Demgemäß können die Zeichen der Finsternisse so oder so nur in seiner Lebzeit erscheinen und nicht davor. Der Vorwurf einiger, dass vor der Geburt des Mahdis diese Zeichen geschehen sollen, würde bedeuten, dass diese Zeichen somit die Geburt ankündigen. Diesem widerspricht ein anderes Hadith, wie vorher besprochen. Also erstens, der Verfasser der Aussage, welches als Beweis präsentiert wurde, glaubt selbst schon, dass der Imam Mahdi alayhi salam geboren wurde und somit die Zeichen so oder so nur in seinem Lebzeit erfüllt werden können. Daraus schließen wir heraus, dass Abdul Wahhab Sharhani selbst nicht das gemeint hat, was unser Beschuldiger versuchen aus seiner Aussage herausinterpretieren. Zweitens, die Ereignisse können nicht vor dem Imam Mahdi stattfinden, weil sie sonst eine Geburt ankündigen würden. Und dieses widerspricht einem anderen Hadith, welches wir vorher besprochen haben. Der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam bezeichnete die zwei Finsternisse als Zeugen. Zeugen für den Anspruch des Imam Mahdis. Wenn die Finsternisse vor dem Imam Mahdi geschehen sollten, dann könnte jeder, nachdem die Ereignisse stattgefunden haben, den Anspruch erheben, der Mahdi zu sein. Und man würde nicht erkennen, wen die Zeichen bestätigen. Auch bei den Finsternissen, die 1981 geschehen sind, die die Prophezeiung aber auf keinster Weise erfüllt haben, dass viele danach einen falschen Anspruch erhoben, der Mahdi zu sein. Unsere Beschuldiger gestehen es selbst mit folgenden Worten.
Manche Sunniten behaupten, dass sich diese Prophezeiung erfüllt hat, aber vor der Ankunft des Mahdi, November 2003, am Ende des Ramadan. Jetzt kommen wieder welche und behaupten, sie seien die Mahdis. Alhamdulillah, der Beschuldiger hat somit seinen eigenen Vorwurf selbst widerlegt. Die Überlieferung über die Finsternisse in den anderen heiligen Schriften zeigt ebenfalls, dass die Finsternisse den Anspruch des Reformers bestätigen werden. Im Falle von Hazrat Ahmad a.s. geschahen die Finsternisse kurz nach seinem Anspruch, als die Gegner lauthals nach dem Zeichen der Finsternisse verlangten. Und die Finsternisse traten exakt an den prophezeiten Tagen auf. Und es gab auf der ganzen Welt nur einen Anspruch auf den Imam Mahdi zu sein in dieser Zeit, der diese Zeichen für sich beanspruchte. Ein Zeugnis von dieser Art bezeugt nach dem Anspruch des zu Bezeugenden. So lesen wir auch im Heiligen Koran in Bezug auf den Heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam. Kann denn der, der einen deutlichen Beweis von seinem Herrn besitzt und dem ein Zeuge von ihm folgen soll und dem das Buch Moses vorausging als Führung und Barmherzigkeit,